Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja in meinem letzten Experimentvideo versprochen, wo wir uns ein Peeling mit Kaffee, mit Honig und mit Olivenöl gemacht haben, dass wir das gleiche Rezept jetzt auch für die Zähne benutzen wollen. Denn ich hatte mir einen Joke gemacht und habe mir das Peeling auf die Zähne gemacht und dann habe ich gemerkt, dass die richtig sauber und richtig weiß geworden sind. Und jetzt werde ich das Ganze mit euch einmal aufs Extreme machen und werde das gleiche Peeling-Geschichte, die ich eben auf meine Haut gemacht habe, werde ich jetzt auf meine Zähne machen. Also, so sieht das Ganze aus. Es sah natürlich schon mal schöner aus, aber ich habe ja eben ein Peeling für mein Gesicht damit produziert, sozusagen. Es ist enthalten ein Esslöffel Olivenöl, ein Blups von Kaffee, also so ein Esslöffel oder so ein Abfallprodukt aus dem Kaffeevollautomaten, solche runden Dinger, die dann immer in den Müll geschmissen werden. Aber man kann auch normalen Filterkaffee nehmen oder türkischen Kaffee oder eben dieses Abfallprodukt. Produkt aus dem Kaffeevollautomaten. Ihr könnt auch gebrühten Kaffee, diesen gebrühten Filterkaffee, der normalerweise im Filter sich befindet, den man wegschmeißt. Alles erlaubt. Ein Teelöffel Kaffee, ein Teelöffel Olivenöl und ein Esslöffel Kaffeepulver, ein Esslöffel Olivenöl und ein Teelöffel Honig. Ja, kommt alles da rein, wird zusammengemischt, wenn ihr so viel an Masse produzieren wollt. Damit könnt ihr euer Körper dann auch peelen, weil das ist für Zahnpasta ein bisschen zu viel. Aber wir werden das heute, könnt euer Gesicht peelen. Wir peelen jetzt unsere Zähne. Und ich habe hier jetzt mal meine Zahnbürste, die ist nicht ganz neu, aber ich glaube, ich darf sie trotzdem in die Kamera halten. Und ich werde jetzt meine Zähne damit putzen. Ich habe das jetzt da rein, so ein bisschen rumgematscht. Und jetzt putze ich mir damit die Zähne. Ich werde, also so sehen die Zähne jetzt aus. Ich hatte hier ja eben schon so ein bisschen bei meinem Video gemacht. Da sind schon ein paar schwarze Flecken drin vom Kaffee. Wir putzen das jetzt einmal. Einfach nur so aus Joke und aus Jux und Dollerei. Ob das natürlich den Zähnen schadet oder ob das überhaupt dafür geeignet ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Zahnarzt. Meine Tochter ist Zahnärztin. Ich habe sie aber nicht gefragt. Insofern werde ich da mal nachhaken. Jetzt erstmal auf eigene Gefahr. Fragt euren Zahnarzt, Apothekerarzt, wen auch immer. Wir probieren das jetzt eben aus. Ich putze mir mit euch die Zähne mit meiner Peeling-Kaffee, Olivenöl, Honig, Maske sozusagen. Ja, und nun geht's los. Ich wieder. Ich weiß, das ist eine relativ eklige Angelegenheit, aber ihr kennt mich doch, ne? Ich habe vor nichts, pardon, ich habe schon öfters mal so Zahnputz-Geschichten gemacht mit euch. Ich möchte trotzdem hier eine Warnung aussprechen. Das Ganze ist ganz schön grob auf den Zähnen, ja, also dieses Kaffeepulver ist nicht ohne.
Zumindest mein Kaffeepulver ist hier relativ grob. Bitte fragt euren Zahnarzt ja vorher, ob das in irgendeiner Art und Weise eure Zähne schädigt. Ich habe niemanden gefragt, ich habe auch meine Tochter nicht gefragt und ich weiß auch nicht, ob das in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob es den Zahnschmelz schädigt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Verfärbungen gibt. Bei mir jedenfalls, ja. Und ich spreche jetzt bei mir. Und bitte, ne, fragen Zahnarzt nochmal. Ist es so, dass es wirklich mir die Zähne weiß gemacht hat? Ja, sie sind viel weißer als vorhin. Und es ist einfach alles sauber. Also überall, wo ich auch lang gehe, fühlt sich das sehr, sehr schön sauber an. Viel sauberer, als wenn ich mir die Zähne mit der Zahngeschichte gemacht habe, mit Zahnpasta. So, ich zeige euch das jetzt. Meine Zähne sind nicht die besten. Ja, ich habe neun Kinder geboren. Sie sind, ich habe überall Löcher, ich habe überall, keine Ahnung was. Und hier ist ja auch der Kaffee in die Dinger rein. Hier, man sieht es. Aber die Zähne sind sehr viel weißer, ja. Ich bin eine starke Kaffeetrinkerin, ich trinke jeden Tag Kaffee. Und dass ich jetzt ausgerechnet mit Kaffee, welcher ja die Verfärbung bei meinen Zähnen hervorruft, mir die Zähne putzen kann, das ist mir auch neu. Also es ist einfach ein Jux gewesen, es ist ein Joke gewesen, den ich mit euch ausprobiert habe. Ich bin begeistert, ja, auch wenn es ziemlich eklig vor der Kamera aussah. Aber es hat meine Zähne weißer gemacht, ja. Und ob das gut war, schädlich war, ob ich jetzt mir die Zähne ausfallen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es mir das Experiment einmal wert. Jetzt habe ich wieder schöne Zähne. Die sind schön weiß wieder, so weiß, wie sie nur werden. Also auch bei einer Zahnreinigung werden die nicht weißer. Die sind so, wie sie sind. Und ich freue mich jedenfalls, würde mich bedanken wollen fürs Zuschauen. Bedanke mich, dass ihr bei meinem Experiment dabei geblieben seid. Für das Peeling ist es aber auf jeden Fall so, dass ihr auch da sehr, sehr vorsichtig sein müsst mit dem Peeling. Also bitte nicht zu doll aufdrücken. Ich finde aber, dass man mit dieser Maske ein leichtes Peeling machen kann, wenn man nur so ganz doll leicht massiert. Man kann auch ein grobes Peeling machen. Also ich finde das auf jeden Fall eine ganz tolle Mischung, die wir hier gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.